wollte es dir nur sagen. So, die Zoe hat mal schnell Bescheid gesagt, dass Harry wieder unterwegs ist. Wir sind auf dem Weg aus dem Ort mit dem unaussprechlichen Namen. Jetzt muss ich mal kurz raustappen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich so schnell die Aufnahmetaste erwischt hatte, aber es ist wohl so. So, und genau, aus diesem Punktsau, wie auch immer, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, in Richtung... Hey, bleibt doch bloß weg von der Straße hier. In Richtung von unserer nächsten Mission. On sait. 15 Sachen. Ja, machen wir mal kurz rein. Nehmen wir nochmal Anlauf. Bisschen Anlauf brauche ich, und wenn dann dieser blöde Zaun und der Mast da vorne mich nicht den Speed nimmt, dann geht das auch bestimmt viel besser. Silber. Noch ein bisschen mehr Anlauf. Beschleunigungsbonus, das ist natürlich genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. So, ich mähe nochmal kurz hier den Pfahl um, der stört nämlich ein bisschen. Wissen, der liegt auch nicht da rum, wo ich jetzt langfahren will, so. Nitro schon mal schön aufladen lassen. Das Nitro darf ich wahrscheinlich wirklich erst im allerletzten Moment nehmen. So, bisschen mehr Anlauf. Gucken, wie sich das auswirkt. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Also. Ja, gut, ne, so haben wir halt von allem mal etwas mitgenommen. Tempobonus auch okay. Obwohl für den Wagen eigentlich Beschleunigung besser ist. Was heißt denn hier Bäume auf der Straße? So, und da oben blinkt auch schon unser Ziel. Ich auf die Straße geguckt. Weißt du, was mit Harry los ist? Noch nicht. Okay. Noch nicht. Hast du so irgendwie eilig? Drift mit Überholmanöver. Wäre natürlich richtig gut. Oh, jetzt hier so ein bisschen kommt es ins Stockern gerade bei mir. Ich hoffe, die Aufnahme nicht. Aber meistens geht das miteinander einher. So, wir müssen nochmal kurz das Auto tauschen. Das ist nämlich... Ach nee, das ist das Gelände, okay. Ja, dann mal los. Ist die Route ab. Ich kann mich dabei nicht verbessern, aber das gehört nun mal zur Story. Hi Harry, können wir uns treffen? Sorry, ich bin gerade beschäftigt. Womit denn? Ich muss los, ich ruf bald zurück. Zoe, ich sehe mir Harry mal an. Okay, halt mich auf den Laufenden. Ich muss Harry aufspüren. So, also so langsam wird der Harry dann doch verdächtig. Er hat sich ja angeblich nur mit seiner Freundin da getroffen, aber da er am Telefon dann gesagt hat, dass er gar keine Freundin hat, ist das natürlich schon alles etwas mysteriös. Um nicht zu sagen, extrem verdächtig. Manchmal muss man dieses alte Nitro einfach benutzen. Könnte ich jetzt abkürzen? Ich lasse es mal einfach mal. Also bei mir ruckelt es gerade wieder ein bisschen.
weiß nicht warum, eigentlich habe ich nichts geändert seit den Aufnahmen, wo es flüssig lief, aber das hat nichts zu heißen bei OBS irgendwie. Zumindest bei der Version, die ich habe. Ach, fuck. Kommen wir wieder zurück. Oh, nicht gleich nochmal runter. Das wird jetzt schon äußerst knapp werden, denke ich mal. Da haben wir nämlich genau da Zeit verloren, wo man eigentlich Sprung mit rausnehmen sollte, denke ich mal. Ja gut, es war genügend Puffer drin, ne? So, hab schon 90 Grad Kurve. 180 Grad Kurve natürlich, Entschuldigung. Ein sogenannter U-Turn. So, erstmal alle Zäune abgeräumt, die abzuräumen waren. So, dann geht's hier auch schon wieder hoch. Da hat jetzt das Nitro nicht wirklich viel gebracht, sonst das Gefühl. Aber immerhin hat es schon mal nicht mehr angefangen, um schon rumzupiepen. So. Mein Glück gehabt, dass das so gelaufen ist, aber das mit diesem Abgekürzel muss ich mir vielleicht auch noch ein wenig abgewöhnen. Fast da. Oder ich muss den Scheitelpunkt besser treffen. So war es ganz okay. Da vorne ist das Ziel. Ah, das wird doch höchstens Bronze. Ja, wenn man einen so einen harten Schnitzer drin hat, dann ist nicht gut. Bang, Stufe 26. Wieder 4 Stufen und natürlich, wie vorausgesagt, Bronze. Gut, dass aber auch die nicht mehr angewiesen sind auf die Bremsen. So, und dann gucken wir doch mal, was der Harry hier so treibt. Wenn wir denn davon was zu sehen bekommen. Doch, kriegen wir. Du könntest mit Harry recht haben. Tut mir leid, Alex. Das wollte ich nicht. Was ist los? Weiß nicht genau, aber es sieht nicht gut aus. Er will mir einfach nichts sagen. Na ja, gut. Hi Alex, was hält dich auf? Also, ich reiß mir den Arsch auf, um die Schulden von so einem Psychopathen zu begleichen. Ich bin sauer auf Harry und brauche dringend eine Dusche. Ich hocke schon seit Tagen in der Kiste. Reiß die Zähne zusammen. Es gibt noch mehr Arbeit. Check deine Karte und bleib am Ball. Zoe out. Zoe out. Ja, gute Zoe. Ich mach jetzt aber erstmal was anderes, nämlich das hier. No. Wäre natürlich ein Top-Start, gleich das erste Ding zu verpassen. Oh, fuck. Mit Wasserdurchfahrt. Sehr schön eigentlich. Aber nicht so schön zum Fahren. Ja, hat gerade noch gereicht. Boah, das war aber mies. An alle Einheiten. Zahlreiche Berichte über ein Fenster die Stabbe. Oh, fuck. Registriert. Oh, nicht genau, wer wohl. Plus eins. Ausstatten und dann machen wir das sofort nochmal. Denn jetzt ist der Weg ja freigeräumt. Mal gucken, ob es diesmal besser läuft.
Ah, diesmal entscheide ich mich für andere Townabschnitte. So, jetzt kam erstmal. Nein. Relativ langes, gerades Stück wollte ich sagen. Oh, das ist aber auch mies. Zwischen diesen verfickten Bäumen durch, ey. Naja, Silber ist wohl auch nicht mehr drin. Ja, sorry Leute. Muss ich nochmal machen. Ich denke, es wäre ganz gut geworden, hätte ich nicht diesen blöden Baum erwischt. Ein gutes Getriebe ist immer eine Sache. So, jetzt habe ich natürlich auch noch die Bullen am Arsch dazu, weil ich immer mehr von ihren Zäunen umgelattet habe. Also ich glaube, jetzt wird es gar nichts mehr. Oh, ruckzuck, der Polizei natürlich nebenbei mal entkommen. Gehen wir noch ein bisschen Kette. Silber. Gut, wenigstens Silber. Und der Polizei entkommen nebenbei. Das waren nur 76 Punkte, ja. Es wäre wahrscheinlich ein oder zwei Tore nicht verpassen gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verpasst habe. Eins auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, was sie als nächstes für uns hier haben. Präzisionstest, Ideallinientest, Tempotest. Alles hochinteressante Sachen. Da oben sind wir soweit durch, das ist mal gut. Marco fehlt uns noch eine Satellitenschüssel. Ach, jetzt müssen wir zu dem alten Tagebau zurück. Da sind wir, okay. Sprungtest finde ich einmal gut, aber das bringt uns auch nicht mehr wirklich. Klettertour, das könnte eher schon noch was sein. Dann biegen wir uns mal kurz dahin. Hey, erinnerst du dich an die gestohlenen 510-Schlitten? Meinst du die, für die ich gerade Geld zusammenkratze? Meine Leute haben gerade einen davon gesehen. Hol ihn dir! So, das heißt, wir tun jetzt so, als ob wir seine Karre hier vom Berg irgendwo holen. Komischerweise sind hier dann auch noch irgendwo solche Extra-Punkt-Dinger immer versteckt. Die aber gar nicht unbedingt auf der Ideallinie zum Berg liegen, also. Da ist der Berg, okay. Gold, okay. Ich weiß nicht wieso, aber egal. Gold ist immer gut. Schnell auf dem Berg sein ist auch immer gut. So, und wo haben wir dann unsere nächste Sache? Genau, sehr schön, auch da gleich um die Ecke. Folgen wir der lustigen Linie. Ja, reparieren ist auf jeden Fall dann wieder angesagt. So, was haben wir denn hier für eines? Ein Motorkern auf frischer Tat. Ich wollte gar nicht schnell korrupt machen, aber gut. Dann müssen wir jetzt die Zeit wieder abwarten.
Ich glaube Level 50 ist die Maximalstufe. Wir sind jetzt schon bei 26. Kommt mir aber noch gar nicht so vor, als ob ich schon so viel gemacht hätte, ehrlich gesagt. Naja. Das ist natürlich ganz schön gemacht, obwohl da der Auspuff wackelt. Na gut, auf Gold bringt das noch was. Das ist sehr gut. Ich hab den Autodieb. Der kann von mir aus krepieren. Ich will den Wagen. Übrigens, je toter er ist, desto besser für mich. Oh nein, so eine RAM-Geschichte hier im Gelände. Das kann ja nicht gut sein. Genau sowas habe ich befürchtet. Ich weiß nicht, wo der jetzt lang will. Ach, er will hier in den Tag wohnen, ne? Sehr schön. Ah, wir müssen besser fahren. Auch wenn wir jetzt schon gut dran sind. Oh, das war ja wohl eine miese Aktion, ey. Das ist ja. Das war auch eine miese Aktion. So, wo ist er denn jetzt abgeblieben? Irgendwo da unten? Na, besonders gut wird das bestimmt nicht bewertet werden. Alter, dieser Hund. Oh Leute, 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 das macht mir keinen Spaß hier mit ihm gerade. Solche eklatanten Fahrfehler. Wie ist das? Na, das hat ihm auch nicht wirklich viel gekostet. Ich komme nicht dazu, ihm mal so richtig harten Knuffer zu geben hier. Ach man, ey. So, die Zeit ist mal wieder rum. Gib schon auf! Ich hab noch mehr davon! Und da muss ich auch noch mal kurz so das Handy streichen. So, denn das kann durchaus sein, dass wir das hier nochmal machen müssen. Scheiße. Dann komm schon. Wie ist das? Zu spät ist das. Ja, Leute, und auch wenn die Zeit um ist, das machen wir natürlich nochmal. Der kann von mir aus krepieren. Ich will den Wagen. Übrigens, je toter er ist, desto besser für mich. Denn das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Mach den Kerl alle. Diesmal versuchen wir uns ein bisschen schlauer anzustellen und dann gucke ich mal, wieso das hier schon wieder so wird. Hoffe, dass die Videos noch einigermaßen erträglich sind und nicht auch so krass okay. Wie gerade jetzt das Spiel. Ja, das ist ja schon fast unspielbar jetzt. Was ist denn hier los? Dass diese ganzen anderen Autos hier rumfahren. Ich hab noch mehr davon. Komm her. Ach, dann fährt er einfach anders lang. Aha, okay. Also er ist mir jetzt hinten drauf gefahren, das hat ihm viel mehr abgezogen. Als ich ihm letztes Mal abziehen konnte. Schon auf!
So, jetzt hat er nur noch 11. Dann kriegen wir ihn sicherlich gleich. Alter, das ist bei mir hier gerade wie Dormkino. So, vorbei. Der Rumeierei. Also wenn man weiß, wo er ungefähr lang will, ist es natürlich schon wieder eine ganze Ecke einfacher. Rein damit. Ja, und da sind wir auch schon nur noch 1300 Punkte von der nächsten Stufe entfernt. Ja, aber wie gesagt, die Zeit ist vorbei. Bitte. Dann natürlich mal wieder... Nimm, was du willst und lass mich gehen! Woher ist der Wagen? Was? Ich, gekauft. Von wem? Der Mann. Ich glaube, er hieß Harry? Hau jetzt ab. Und bleib weit weg. Hast du den miesen Dieb? Sorry, er ist entkommen. Gottverdammt! Wir haben ein Problem. Welches? Der Typ, der die 510-Wagen geklaut hat. Es war Harry. Wow. Ja. Keine Ahnung warum. Muss was mit der Frau zu tun haben, die bei ihm war. Ich grab weiter. Ja, Leute, also ihr seht, hier wird weiter gegraben, im großen Stil sogar, so wie es hier gerade aussah, nämlich bei diesem kleinen Bagger hier. Ich kümmere mich mal um das Ruckeln und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!